Heute neu bei den Blauen mit Nicola Troculia. Ja, die erste Frage. Ich trage einen berühmten Namen. Fluch oder Segen? Nee, eher Segen. Ich bin stolz, so einen Namen zu tragen. Und ja, ist ein großer Name. Und ja, wunderschön. Schön. Du bringst 210 Regionalliga-Einsätze, habe ich gelesen, mit. Du bist also ein sehr erfahrener Spieler. Bitte beschreib deine Spielweise und dich selber als Typ, was dich als Spieler ausmacht. Ja, ich bin total ruhig am Ball, habe eine Übersicht, habe gerne irgendwie das Spiel vor mir und spiele gute Bälle. Und ja, bringe auch die Erfahrung mit von 210 Regionalligaspielen. Und ja, so könnte ich mich beschreiben. Als es in Steinbach, sage ich mal, so nicht mehr ganz gepasst hat, erzähl uns ein bisschen, wie es, wie der Wechsel dann zustande kam. Ja, ich habe ja 2 Jahre verlängert eigentlich beim TSV Steinbach, weil ich dort mittlerweile 4 Jahre irgendwie da war. Und ja, dann haben wir 2 Jahre verlängert und ich dachte, es passt irgendwie alles. Und dann kam halt der neue Trainer und irgendwie hat es doch dann nicht gepasst. Und dann hatte ich halt Kontakt mit dem Lutz Siebrecht und ja. Kickers ist ein großer Verein. Es hat mich total angemacht, jetzt hier auch in so einem Stadion zu spielen vor solchen Fans. Und ich komme ja aus Ulm, von daher ist es auch nah genug. Und ja, so ist es entstanden dann. Du sprichst es an, also du freust dich hier, wir haben pro Heimspiel so 2.500 Fans. Freust dich darauf? Auf jeden Fall, ja. Beim TSV Steinbach war es nicht so der Fall. Es ist ja ein komplett anderer Club als die Kickers hier. Und ja, man freut sich auf die Heimspiele und die Auswärtsspiele werden dann auch, glaube ich, zu den Heimspielen dann. Wie ich so gerade rausgehört habe, pendelst du noch zwischen Stuttgart und Ulm? Hast du hier vor, eine Wohnung zu nehmen? Ich hatte es nicht vor, aber ich habe es mir jetzt nicht so schwer vorgestellt, dass ich jetzt jeden Tag irgendwie pendeln muss und auch alleine pendeln muss. Ja, aber mal schauen, was sich so ergibt. Noch eine Abschlussfrage, was ist deine Lieblingsfarbe? Jetzt blau. Auf die blaue, danke für das Video.